sag mal noch nichts. Zuschauer. Hi Daniel. Hi Frank. Wir warten noch ein bisschen, bis noch vielleicht ein bisschen mehr zuschauen. Wir sind hier live von der IFA. Ich hoffe, ihr versteht uns. Wenn ihr vielleicht, also die jetzt schon zuschauen, unser kurzes Feedback gebt, ob ihr uns versteht. Der Marco darf auch gerne was sagen. Also verstehen, ne? Hören. Verstehen ist bei Rainer mit dem Akzent, ja, wie wir gelernt haben in der Vergangenheit, immer so eine Sache, aber ob ihr uns hört, ob das besser ist als letztes Jahr mit unserem kleinen Problem. Moinsen, Servus, Frank. Nee, der Marcel, Marcel ist da. Ach, der ist auch da. Marcel, hörst du uns Moinsen gut? Kann man uns gut hören? Marcel, schreib was. Das dauert, glaube ich, immer ein bisschen Lag haben wir da. Alles bestens, sagt der Frank. Besten Dank, Frank. So, dann können wir eigentlich schon loslegen. Also, ja, nochmal herzlich willkommen direkt aus Berlin von der IFA. Wir waren, oder Marco ist schon seit Mittwoch da, ich bin seit Donnerstag da. Wir waren am Freitag auf der Keynote mit Richard Yu. Ich habe sogar ein Selfie gemacht mit Richard. Was wollen wir heute hier machen in dem Live-Video? Wir wollen euch auf jeden Fall noch mal kurz Revue passieren lassen, was ist passiert auf dieser Keynote, was ist generell passiert auf der IFA. Wir hatten heute auch noch eine andere Pressekonferenz zu IMUI 10. Wir haben ein bisschen Themen Harmony OS und Mate 30 kommt Mate auch 30, vor. Ja, obwohl wir da jetzt nichts gesehen haben auf der IFA, leider. IMUI 10, Beta-Test. Beta-Test, genau. Ziemlich viele spannende Themen. Viele spannende Themen. Ihr könnt natürlich eure Fragen, falls ihr Fragen habt, gleich mal in die Kommentare. Wir werfen da immer, glaube ich, auch einen Blick drauf und versuchen es dann auch gleich in unserem Livestream zu beantworten. Genau. Womit fangen wir an? Mit dem, was hier auf der IFA gezeigt wurde, was wir wirklich gesehen haben, live vor Ort. Genau. Das wäre als erstes der, ja, traditionell schon neue Chipsatz von Huawei, der Kirin 99. Der erste Chipsatz, also SoC, System on a Chip, mit integriertem 5G-Modem. Das heißt, man braucht nicht mehr zwei Chipsätze, einmal SoC, einmal Modem, sondern hier ist beides zusammengewachsen. Und das haben wir gesehen. Sind da zwei Versionen vorgestellt worden? Zwei Versionen, genau, denn es gibt es einmal mit 5G und einmal mit 4G, denn ja, dürfte auch klar sein, ich sehe schon die Kommentare, 5G, ja, in ferner Zukunft. Ferne Zukunft denke ich nicht, sondern eher nahe Zukunft, also 2-3 Jahre dürfte das durchaus sehr realistisch sein. Aber man hat hier schon den ersten Schritt in die richtige Richtung, in die Zukunftstechnologie gemacht. Und man darf letztendlich auch nicht nur vom deutschen Markt ausgehen, denn ja, das ist so ein deutsches Ding, wir gucken nur auf uns selber. Aber Huawei verkauft ja nicht nur bei uns Smartphones, sondern weltweit. Verkaufen sie in Österreich zum Beispiel und dort sind die mit 5G schon viel, viel weiter. Ja. Oder in der Schweiz. Grüße an der Stelle an unsere Schweizer, ne? Noah und Österreicherinnen in der Gruppe, die schon 5G haben. Wir haben es noch nicht. Nein. Ja, so ist es. Was haben wir noch? Ja, wir haben noch zwei Farben. Einmal Mystic Blue und Misty Lavender. Ich habe gelernt, Mystic ist eigentlich logisch, heißt mystisch und Misty heißt so nebelig. Also diese beiden Farben
ich weiß nicht, ob man sieht, schauen gut aus. Erinnert ein bisschen an Pixel, oben glänzend, unten matt. Das soll, also so ist es präsentiert worden, soll so ein bisschen den Sonnenaufgang, den Sonnenuntergang, Wechsel der, ich hätte jetzt fast gesagt die Zeiten, nein, Wechsel der, der Zeiten, ja, präsentieren. Ich halte es mir ein bisschen näher in die Kamera. Ja, schaut gut aus. Wir haben den Lack. Wir haben ein bisschen einen Lack. Man sieht es, glaube ich, recht gut von den Farben. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen lauter da sein, weil ich eben näher am Mikrofon bin. Hast du die Rückseite erklärt mit dem Glas, mit dem wirklich hochglanzpolierten und dann den Matten? Sehr, sehr schick. Sehr schick. Sieht super aus. Ist also ein Teil, sind nicht zwei Teile. Kein harter Übergang. Sehr, sehr schick. Und es wird von Anfang an, also wenn es in den Verkauf geht, gleich mit Android 10, IMUI 10 kommen. Auf den Demo-Geräten sind jetzt noch, oder ist jetzt noch 9.1 drauf. Ja, das waren die zwei Geräte. The new P30 Pro. Cool. Trotzdem schick und ganz klar nochmal, das war auch die Message, direkt mit Android 10, also alle Zweifler, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich noch schreiben soll, ja, für alle Geräte, die jetzt auf dem Markt sind, gibt es weiter Updates und für ganz, ganz viele auch Android 10, aber da kommen wir später zu, kleiner Spoiler. Genau. Jetzt gab es aber noch was auf die Ohren, Rainer. Ja, sehr, sehr geil. Ich habe ja schon für euch die FreeBuds 2 Pro aus China, die hat es in Deutschland, Schrägstrich Europa nicht gegeben, die war Asia only, habe ich für euch getestet und das Fazit war jetzt nicht so berauschend, weil ich hatte Verbindungsabbrüche, der Akku hat nicht so lange gehalten und jetzt ist eben letzten Freitag, gestern, sind die FreeBuds 3 präsentiert worden. Die FreeBuds 3 sind mit Active Noise Cancelling, ganz was Neues in dem Bereich, und Bone ID. Bone ID ist natürlich sehr geil, das erkennt deine Stimme anhand deines Knochenmusters und du kannst zum Beispiel einfach sagen Volume up, Volume down. Wenn ich das sage, ich habe die FreeBuds 3 im Ohr, dann geht eben das Volumen geht hoch oder runter. Wenn der Marco das jetzt sagen würde, dann erkennt eben dieses Bone ID, erkennt das, dass es nicht meine Stimme ist, sondern Marcos Stimme und wird eben dann da gar nichts machen. Also sehr geil die Funktion, gab es auch schon in den FreeBuds 2 Pro, jetzt auch wieder durch den neuen oder auch mit dem neuen, ist auch vorgestellt worden, Kirin A1 Chip, also das ist für Wearables ein Chip, gestern präsentiert worden. Was noch? Genau, die neueste Bluetooth-Technologie, was das verheißt, bessere Stabilität und das ist ja eben auch sehr wichtig bei der Verbindung. Ich sag's, wie es ist, weil Huawei kann Bluetooth nicht so wirklich, ich hatte schon öfters mal Probleme, sagen wir mal so. Und hoffe einfach, dass jetzt mit dieser neuen Technologie, dass das dann einfach der Vergangenheit angehört. Also so viel zum Thema der FreeBuds 3. Hat es gestern schon ein Video gegeben. Wir werden die Dinger natürlich schauen, dass wir die in die Hände bekommen und für euch dann ausführlich testen. Irgendwann ab November dann. Genau. Was war sonst noch? Was wir noch gesehen haben, was auch auf der Keynote vorgestellt wurde, war das Wi-Fi Q2 Pro. Das ist also ein System für zu Hause, wer ein großes Haus hat. Apropos großes Haus, steht da drauf, ich hab's verkackt. Großes Haus. Großes Haus, Marco, großes Haus. Großes Haus. Schön, dass man sich an Skripte hält, ne? Ja. Super. Also, Wi-Fi Q2 Pro. Ein Wi-Fi-System, ein Router mit, Satelliten-Repeatern, mit denen man ein größeres Haus oder auch ein Businessgebäude entsprechend versorgen kann, hat kein eingebautes Modem, ist also keine Standalone-Lösung, sondern dient dazu, das Signal, was dann über ein Modem reinkommt,
zu verstärken und im Haus entsprechend zu verteilen. Ist eine Mesh-Lösung. Wir haben uns da ein bisschen technisch unterhalten, ohne jetzt hier im Livestream da auf Details einzugehen. Klingt sehr, sehr spannend und sofern die wirklich nach Deutschland kommen, man hat mir gesagt, voraussichtlich im November könnte das der Fall sein, würden wir natürlich auch gucken, dass wir die einfach mal ausprobieren können. Also Marco in seinem großen Haus. Schatz, November schon mal einplanen, wird wieder gebaut bei uns. Und würden euch dann natürlich auch berichten, ob das eine richtig gute Mesh-Alternative für das ist, was wir bei uns auf unserem deutschen Markt schon kennen. Genau. Das waren so die vier großen Sachen, die wir gesehen haben. Die auch auf der Keynote präsentiert worden genau. sind. Und was ist darüber hinaus präsentiert worden oder gesagt worden? Nix. Huawei Richard hat eben auf dieser Keynote nicht mehr gesagt. Es sind diese vier Dinge sind präsentiert, vorgestellt worden und das war's. Was wir jetzt halt noch ein bisschen eruiert haben oder was eben nicht vorgestellt worden ist, was man aber ein bisschen eigentlich hätte erwarten können oder erwarten müssen, das MediaPad M6. Das MediaPad M6 gibt es in China schon. Ob es jetzt hier bei uns dann noch auf den Markt kommen wird, schauen wir mal. Da hängt eben auch noch diese eine Problematik mit dahinter. Wir harren da genauso der Dinge wie wahrscheinlich auch Huawei oder wahrscheinlich sogar die Administration von einem Herrn T. Ja, dazu später noch ein bisschen mehr. Was hat man noch nicht gesehen? Wir haben nicht gesehen die Watch GT 2. Ja, hätten wir gerne. Hätten wir gern, ja. Wir brauchen. Beide Fans geworden, nachdem du mich gezwungen hast, das Ding vor einigen Monaten zu testen. Ich immer gesagt habe, will ich nicht, ist keine echte Smartwatch. Also das ist wirklich was, wo ich sage, habe ich mich vollkommen geirrt. Meine Android Wear oder Wear OS Smartwatch liegt jetzt zu Hause und ich nutze nur noch das Ding. Wir sind Fans, aber ja die Zweier gab es die Zweier, nicht. Weil, warum sind wir so geil drauf auf die Zweier? Weil die halt einfach mehr Funktionen haben soll. Eben den neuen Chip eben auch drin haben soll. Ob die Watch Faces, das ist ja viele, oder mir ist es eigentlich, ja doch, mir ist auch wichtig, Custom Watch Faces, ob es das geben wird, ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Schauen wir mal, wir lassen uns überraschen. Wann diese Watch GT 2 kommen soll, wissen wir jetzt auch nicht. Also wie gesagt, Stand heute, die wird dann morgen präsentiert oder übermorgen oder so, gibt sie einfach auf der IFA nicht. Was ist das nächste große Event? Minga, Alter! Genau, München, 19.09., also nicht mal mehr zwei Wochen. Und das ist ja offiziell seit letztem Sonntag am 19.09., also in gut anderthalb Wochen donnerstags, wird Huawei in München die Mate 30 Serie, also voraussichtlich Mate 30 Pro und Mate 30. Ob es weitere Ausführungen wie Porsche Design oder X-Version gibt, wissen wir noch nicht. Werden wir dann sehen. Wir sind vor Ort, wir werden berichten. Ich freue mich, trotz aller Fragen, die natürlich zum Mate 30, zum neuen Gerät offen sind. Denn Fakt ist, die neuen Geräte, die also bis jetzt noch nicht vorgestellt sind, noch nicht auf dem Markt sind, die haben nach aktuellem Stand keine Lizenz für Android. Die ist nicht von Google entzogen worden. Im Gegenteil, Google möchte diese Lizenz erteilen. Der Antrag liegt bei der US-Behörde, aber diese Anträge werden momentan nicht bearbeitet, dürfen nicht bearbeitet werden. Wir haben es oft genug gesagt, wir sind kein Politikblog, wir sind ein Tech-Blog. Wir versuchen uns auf die Fakten zu beschränken. Die Bewertung kann, glaube ich, jeder selber vornehmen. Wir haben da soll auch jeder selber machen. Recht klare Meinung zu. Trotzdem freuen wir uns, haben da natürlich nachgefragt, was passiert denn dann mit dem Mate 30. Eine Möglichkeit ist natürlich ein Android in AOSP, also es ist ja Open Source grundsätzlich die Software. Die könnte auf dem oder wird dann wahrscheinlich auf dem Mate 30 Pro oder Richard Yu hat im Grunde gesagt, es ist
dann AOSP installiert. Die Google Apps können durch den Nutzer nachinstalliert werden. Also das sind Aussagen jetzt von Richard Yu, genau. Gestern bei verschiedenen diversen Medien. Die haben das auch gebracht. Spiegel Online zum Beispiel hat ihn zitiert und dieses Zitat stimmt, oder das ist einfach wahr. Also der hat es definitiv gesagt. Wie Marco schon gesagt hat, es wird mit Android kommen, nicht Harmony OS, sondern Android, und man kann den Google Play Store und auch die Google Apps und so weiter und so fort nachinstallieren. Aussage von Richard Yu himself. Genau. Infos, was da mal alles im Raum stand mit Kooperation mit APK Mirror oder Aptoid, ist so alles nicht geplant. Im Grunde brauchen wir es auch nicht. Man hat die App Gallery und man ist da momentan auch mit App-Entwicklern im Gespräch. Also wir haben ganz viele, ich sag jetzt mal, auch informelle Gespräche hier geführt. Wir werden es einfach sehen und wir werden es wirklich sehen, weil wir werden das Ding, das haben wir, glaube ich, schon klar gemacht, wir werden es für euch testen. Wir werden schauen, wie es mit Open Source funktioniert, was ich nachinstallieren kann, was funktioniert vielleicht nicht. Und ihr werdet es definitiv bei uns dann auch nachlesen können. Ganz klar nochmal, kein Harmony OS da drauf, und es gab auch eine recht klare Aussage heute in einer weiteren Veranstaltung, sofern eine Partnerschaft mit Google fortbesteht, ist nicht geplant, dass Harmony OS auf Smartphones als Betriebssystem zum Einsatz kommt. Das ist mal eine recht deutliche Aussage, genau, die da getroffen wurde. Also es ist in dem Falle wieder genau so, es hängt halt von einer, ob es jetzt von einer Person abhängt, aber eben Huawei und auch Google haben es nicht in der Hand. Die sind in der Sache einfach fremdbestimmt. Man hat natürlich einen Plan B, man hat auch einen Plan A, und der Plan A heißt, wir bleiben bei Android, und solange das alles gut läuft, wird Harmony OS nicht kommen auf Smartphones. Genau. Ansonsten noch zu Harmony OS. Wir müssen abwarten da weiter. Auch da eine klare Aussage, man will das jetzt nicht überhastet auf den Markt werfen, sondern so wie das, glaube ich, auch in den letzten Jahren, wie sich die Entwicklung bei Huawei getan hat, wenn es fertig ist, wenn es läuft, wenn es gut ist, dann kommt es als ordentliches Produkt raus, und ansonsten dann eben nicht. Genau. Natürlich wird er weiterentwickelt und weiterentwickelt. Also was jetzt, das ist jetzt der Aussage von Stand heute, 2019. Was jetzt Ende 2020, 2021 und so weiter und so fort sein wird, wissen wir auch nicht. Ja, aber was wir wissen, ist noch EMUI 10, Android 10 für die Geräte, die schon auf dem Markt sind. Jo. Da gibt es nämlich auch Neuigkeiten. Wir sind gerade ein bisschen abgelenkt von unseren Live-Zuschauern, die wir hier haben. Wir sitzen übrigens in der Huawei Media Lounge. Super, besten Dank nochmal an der Stelle. Ich glaube, alle Journalisten sind hier begeistert. Das ist der Frank von Huawei. Also wenn ihr Probleme habt, zwecks Updates oder sonst irgendwas, ich gebe euch dann die E-Mail. An die könnt ihr euch wenden, wenn ihr irgendwelche Update-Fragen habt, wann es kommt. Das haben wir eben schon geklärt. Die sind da total begeistert. E-Mail nachher unter dem Video. Danke für eure Obhut. Genau, für die Gastfreundschaft hier. Super. Ja. Yo. Haben wir eigentlich schon gesagt mit unserem neuen Mikrofon da? Genau. Haben wir das eigentlich schon erwähnt? Genau, ihr versteht uns ja endlich, also hört uns endlich gut. Dafür nochmal, ich habe es am Anfang gesagt, wir hatten letztes Jahr super Probleme mit hier Verlängerung und Adapter und so einem kleinen Lavalier. Wir haben vor der IFA mit Schur gesprochen, beziehungsweise mit Frank und Gilly. Auch hier beste Grüße an die Kollegen, die dafür Schur auch tätig sind. Die haben uns das MV88 Plus Kit zur Verfügung gestellt. Externe Mikros und Huawei-Geräte war ja immer auch so ein Thema. Insbesondere auch hier Grüße an den Michi Meidel von MobiFlip und den Rob Vegas, mit dem ich mich da schon stundenlang zu ausgetauscht habe. Aber das funktioniert, und dazu wird es im Nachgang zur IFA auch auf jeden Fall noch einen Testbericht geben, weil viele von euch fragen da auch immer nach,
Videos, guter Ton, wie kriege ich das hin beim Huawei, kommt noch ein Testbericht. Genau. Und Shure schreibt man mit S-H-U-R-E. Das ist nicht der Shure von Android Pin. Auf den grüßen wir. So, jetzt haben wir den Spannungsbogen EMUI 10 und Beta-Test und wann kommt endlich mein Update, glaube ich, ziemlich gespannt. Wann kommt's? Sollen wir nur kurz was sagen zu EMUI 10? Wie geil es eigentlich ist. Also wenn es so laufen wird, wie wir das heute und gestern schon gesehen haben, also dann wird es echt geil. Da sind Features dabei, da sind Funktionen dabei, die hat man so einfach noch nicht gesehen. Ich kann in einem Video kann ich die Person ausschneiden, kann andere Hintergründe reinsetzen, kann diese Person multiplizieren. So alles KI gesteuert über die App. Also das ist alles integriert in EMUI 10. Auch das war immer so ein Dauerthema bei uns mit diesem AOD-Display, Always-On-Display. Also da auch ab den Kirin 99 kann man vorne Bilder, also keine Ahnung, was das ist, ob das ein GIF ist, also ein bewegtes Bild, ob das... Genau, wir haben gesehen, eine schöne Feder, also so ein bisschen was an Design. Also auch da hat man gehört auf die Schreie der Community und hat auf jeden Fall was gemacht. Und ich finde es immer gut. Manchmal sind es kleine Schritte, aber auf jeden Fall, Fakt ist ja, man hört da drauf. Man hört auf euch, manchmal auch auf uns und die tun da schon was. Also wenn man da sauber die Infos weitergibt, dann... Genau. Passiert was. Melden, melden, melden. Genau. Ich weiß nicht, ob das politisch korrekt war, aber wenn was ist, schreibt uns, wir geben es weiter. Dafür sind wir ja hier die Community und wir sind, auch wenn es ein paar nicht mehr hören können oder nicht mehr lesen können, wir sind, und das meine ich wirklich, das meinen wir wirklich so, wir sind Huawei Family. Es ist einfach so. Kommen wir gleich drauf. So, jetzt ist aber wirklich EMUI 10, tolle Sache. Wir haben vieles gesehen. Ich freue mich schon drauf, wenn ich den Rainer dann beim Schuhplatteln einmal abfilme und mit vielen verschiedenen wechselnden Hintergründen dann auf die Insel Huawei zum Beispiel. Auf die Insel Huawei projizieren kann. Aber wann kommt jetzt mein Update? Wann kommt mein Update? Wann es fürs Y6 2019 kommt, ich weiß es nicht. Wenn wir Infos zu einem Update haben, dann gibt es einen Artikel auf dem Blog. Deshalb super Sache, installiert euch die Huawei Blog App, gibt es in einer kostenlosen Version oder wenn ihr sagt, hey, da den Kaffee für uns ist ein Kaffee drin, dann nehmt die 99 Cent Version, hat eine Push-Funktion und da kriegt ihr sofort Info, wenn es einen neuen Artikel gibt und wenn da dann steht Y6 2019, endlich das Update, dann seid ihr damit gemeint. Der Spannungsbogen wird immer größer. Wann kommt Android 10? Wann kommt EMUI 10? Also die Beta gestartet, sprich die Anmeldephase fürs P30 und P30 Pro war ja schon gestern. Also gestern ist es losgegangen. Wir haben aber jetzt exklusiv die Daten, wann denn EMUI 10 für insgesamt 30, mehr wie 30? Genau. Über 30 Modelle ausgerollt wird. Genau. Also wann es dann jeder kriegt, wann die Beta fertig ist und ihr alle dann euer Update bekommt. Als erstes sind natürlich mal die Flaggschiff-Premium-Modelle dran. Das erste Gerät, was mit der finalen. Sollen wir vielleicht nur kurz die Handys zeigen, bevor man zu dem. Er übertreibt, das macht er gerne. Und ich muss ihn ständig ertragen. Erste Gerät, was mit Android 10 und EMUI 10 dann tatsächlich auf den Markt kommt, sollte das Mate 30 Pro werden, wird es wahrscheinlich nicht. Aber das P30 Pro hat gestern die Beta-Registrierung geöffnet. Erste registrierte Tester. Wieso das Mate 30 würde das EMUI 10 bekommen? EMUI 10 ja, Android 10 nicht. Also habe ich mich vielleicht schlecht ausgedrückt. EMUI 10 kommt natürlich auch auf das Mate 30, nur eben nicht Android 10 mit allen G-Apps und ich glaube, wir haben es ausführlich erklärt. Die Geräte, die schon auf dem Markt sind, P30, P30 Pro, seit gestern die Beta-Registrierung geöffnet.
Wir durften es schon installieren. Erste Eindrücke hat euch der Sascha schon verblockt, hat viele Screenshots. Schaut mal rein auf Huawei-Blog. Gute erste Eindrücke. Finaler Release ist geplant bereits für November diesen Jahres. Das ist doch relativ zügig und wir haben da gute Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht, dass einfach Dezember oder November, Dezember Ende des Jahres halt versorgt werden. Im Dezember sollen auch direkt dann dran sein die Mate 20 Modelle, also Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS, Mate 20 X, allerdings nur die 4G-Version, nicht die 5G. Da sind wir also auch aber gut nicht dabei. Mate 20 Lite. Genau. Und dann im nächsten Jahr geht es weiter, Ende ersten Quartals dann das erste Lite-Gerät, und zwar das P30 Lite, zusammen mit der P20 Serie. Mit Serie ist aber immer gemeint P20 Pro und P20, noch nicht P20 Lite. Und auch Ende ersten Quartals 2020 die Mate 10 Serie, auch hier wieder nicht das Mate 10 Lite, sondern Mate 10 Pro, Mate 10 Pro. Porsche Design. Genau. Und ab dem zweiten Quartal dann die weiteren Modelle, da gibt es noch keine präzise Planung, aber wir haben euch ja schon im Artikel die 17 Modelle, die auf jeden Fall versorgt werden sollen. Jetzt haben wir erfahren, es sollen insgesamt über 30 sein. Sobald wir da ganz konkret wissen, welche Modelle das sind, werden wir das natürlich ergänzen und euch auch liefern. Und für alle, die jetzt nicht ständig zurückspulen wollen, ich werde gleich noch ein Foto, was wir haben, mit diesem Update-Zeitplan in die Gruppe einstellen. In die Kommentare geht es leider nicht, stelle ich euch nachher in die Gruppe ein. Ja. Fragen habe ich eben noch gesehen. Die Frage nach den Kosten für das Wi-Fi Q2 Pro, die haben wir noch nicht. Ich denke mal, da wird es einfach auch noch Sondierungen geben. Ich habe ja gesagt, das kommt voraussichtlich. Voraussichtlich kann auch bedeuten, dass es vielleicht doch nicht kommt. Deshalb haben wir da einfach für den deutschen, europäischen Markt noch keinen Preis. Die FreeBuds 3. 199 im November, ab November. Klare Aussage. Kirin 99 im Mate 30 Pro. Das Mate 30 Pro wird dann, keine Ahnung wie viel kosten. Ja, ein Tausender ungefähr, 1000 Euro. Ja, was haben wir hier noch? Hat es auch eine Trommel? Ja, ich glaube, wir haben es wirklich spannend gemacht, aber ich weiß, die Fragen kommen halt immer und jetzt habt ihr es. Und sobald wir hier fertig sind, wie schon gesagt, Screenshot, dass es jeder nochmal nachlesen kann, kommt auf jeden Fall. Huawei Mobile hat ein Announcement für die Watch GT 2. Schaue ich mir gleich an, Noah. Vielleicht in der Schweiz oder Österreich oder so, Deutschland weiß ich jetzt nicht. Oder die genau. Geschrieben oder so. Schauen mal. Ach, hier. Danke, Noah. Grüße. Das haben die doch jetzt wegen uns gemacht. Ich wollte gerade sagen, die haben jetzt gesehen, hier die zwei PR-Jungs, der Huawei-Blog sagt, die kommt am 19.09. Jetzt könnt ihr es auch raushauen. Ihr seht, das läuft hier. Kommt in, das wisst ihr noch nicht, zwei Versionen, 42, also Versionen, weiß ich nicht, Größen 42, 46. Genau. Einmal eher was für die schmalen Handgelenke, für die Damen und eher dann das stattliche für gestandene Kerle, also stämmige Kerle, vielleicht eher für uns. Und sie soll schmäler werden ein bisschen. Habe ich auch schon gehört. Ja. Okay. Ja, eins haben wir noch. Seit heute gibt es in unserer Gruppe einen Beitrag, wo sie ein bisschen beschwert, echauffiert, empört wird, dass es bei Huawei auf dem Stand keine Goodies gibt. Ich war letztes Jahr auf der IFA, du warst vorletztes Jahr, vor drei Jahren war ich auch. Also auf dem Stand selber hat es eigentlich so noch nie irgendwelche Goodies oder so gegeben. Aber Huawei hatte ja so eine Media Lounge. Da kann man vom Service her kann man sich da auch sein Handy reparieren lassen. Und natürlich gibt es da Goodies. Kostenlos reparieren lassen, genau. Übrigens auch, ich war heute auch schon im Huawei Service Center in der Karl-Liebknecht-Straße 21. Ich habe da so eine Soufflöse, ja recht hübsche da hinten.
und die flüstert mir ein bisschen ein. Jeden ersten Freitag in der und Samstag im Monat gibt es kostenlose Displayfolien. Habe ich auch schon eine drauf von Invisible Shield. Das ist geiles, heißer Scheiß. Hat es auch schon ein Video gegeben auf Instagram. 20% auf Zubehör und 25% auf Reparaturen. Geil! Also, wer macht das schon? Aber jetzt wieder zurück zum Thema. Dieser echauffierende Beitrag. Natürlich hat es was gegeben. Es hat zum Beispiel Huawei Campus gegeben. Es hat so diese Pedals. Marco kennt die. Marco kennt diese Pedals. Ja, da spielt er im Sommer mit seinen Kindern immer im Garten. Damit paddel ich den Rainer, wenn er nicht hört. So schaut's aus. Pedals hat es gegeben. Es hat Sonnencreme gegeben. Und es hat Sonnenbrillen gegeben. Und ja, man hätte halt einfach nur da nicht fragen sollen, fragen müssen, dürfen. Und dann hätte man sowas auch bekommen. Da ich aber jetzt auch nicht, da wir nicht so sind, wir schicken euch 10 Pakete raus. Jeder, der hier kommentiert und uns liked und mein Gott, was sollen wir noch verlangen? Lederhosen anzieht, na Schmarrn, das mache nur ich. Der bekommt so ein Fanpaket und Huawei Fanpaket. Ich lege überall nur einen Huawei Blog Aufkleber obendrauf. Wow, Marco, wie geil ist das denn? Das war's jetzt zum Thema Gewinnspiel. Apropos Gewinnspiel, wir sind jetzt bei 30.000 in unserer Huawei Family. Danke. 30.000. Der Marco hat für euch was organisiert. Ja, und da mithilfe eines internen Komplizen bin ich letzte Woche nach Düsseldorf und habe da, ja, wie sagte man früher, sozialistisch umverteilt. Also irgendwie ist eine rote Huawei-Tasse in meinen Rucksack gehüpft, was soll ich sagen? Und das ist ja wirklich, ihr wisst, wir haben alles, was wir hatten über die letzten Jahre. Ich habe keine mehr. Rote Huawei-Tassen habe ich keine mehr. Haben wir die außer meine eigenen im Schrank. Und ja, wir haben eine. Eine haben wir noch eine, mehr organisiert. Die haben wir jetzt noch mal. Und das wäre was. 30.000 Mitglieder in der Huawei Family. Rote Tasse. Das wäre ein Gewinnspiel wert, oder? Genau. Also da machen wir auf jeden Fall ein Gewinnspiel. Und die rote Tasse wird auf jeden Fall der erste Preis. Natürlich werden wir da mit Huawei auch noch mal reden, dass wir vielleicht so als zweiten Preis irgend so ein MateBook Pro oder sowas nehmen oder ein Mate 20 Pro oder keine Ahnung, ja, je nachdem, halt so wie schnell wir das erreichen. Vielleicht ist er P30, the new P30 Pro. So ein Großpreis halt. So ein Großpreis, also für den zweiten oder so. Ist dann vielleicht auch noch drin. So dieses Goodie-Pack, also werden wir wahrscheinlich auch noch, also es wird auf jeden Fall wieder fettes, geiles, großes Gewinnspiel, wie damals bei die 20.000, jetzt bei die 30.000. Gibt es von euch noch Fragen? Haben wir noch irgendwelche Fragen? Dann jetzt. Jetzt oder nie. Ansonsten denke ich mal, ihr habt uns jetzt wieder ganz schön lange ertragen. Wie lange waren wir? Ich habe keine Ahnung. Besten Dank für alle, die live zugeschaut haben, die jetzt hier kommentiert haben, die auch gesagt haben, super Tasse, ich freue mich. Die uns ein richtig tolles Feedback gegeben haben, nicht nur jetzt heute, sondern überhaupt. Die unsere Artikel lesen, einfach wenn wir mal live sind, ganz klar. Wir machen das weiter als, du hast irgendwann mal gesagt, unser kleines Herzensprojekt, Freizeitprojekt. Das war es vor knapp 8 Jahren, das ist es heute noch und das ist es im Grunde nur dank euch. Dafür nochmal besten Dank und ja, haben wir noch was? Ich hau da einmal jetzt mal so einen Huawei-Block auf. Wir haben nichts mehr, genau, das ist super. Auf das Pressesample drauf. Erstmal gebrandet. Ansonsten würde ich sagen, vielleicht kriegen wir hier von unserem Live-Publikum, vom besten Service, den wir kennen, dann auch irgendwann nach dem ganzen Reden noch ein entsprechendes Kaltgetränk und
Und Applaus vielleicht an und Applaus. Wahnsinn! Ja, Jungs und Mädels. Das war's. Besten Dank und lest rein. Weitere Infos gibt's dann. Ciao. Ciao, servus.